Willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2 zusammen mit Eptime und mit Casino. Und zwar haben wir in der letzten Folge den Slap-König Rick. Wir sollten den eigentlich erst umbringen oder so. Und haben dann rausgefunden, dass der war. Gut, hilf mir. Bro. Ich soll dir helfen. Ja, nee, wir sollten ihm eine Nachricht überbringen, dass der uns helfen soll. Weil ja, Roland genau so. Den natürlich gekannt hat. Und ja, wir haben herausgefunden, dass der Brick ist und ja, der möchte uns jetzt helfen. Genau. Und das tut er dann auch hoffentlich. Ja, dann sind wir wieder zurück nach Sanctuary gekehrt und wollen jetzt die Nebenmission machen. Genau, Hauptziel ist ja immer noch in den Bunker reinzukommen, in dem Angel residiert, die Hyperion KI, um uns den Kammerschlüssel, der da drin wohl irgendwo ist, organisieren zu können. Soll ich mal mit Lilith reden? Hey, ich habe einen Job für dich. Propaganda ist scheiße. Jack bombardiert sämtliche 6 Galaxien rund um die Uhr mit Propaganda, um die Leute dazu zu bringen, sich in der großkotzigen Stadt niederzulassen, die er gerade baut. Du wirst ihnen zeigen, was für eine blöde Idee das ist. Leih dir Moxis Camcorder. Okay. Ich nehme mal die Quest von Brick an. Ja, mach mal. Hä? Ach, da ist er. Steht da auf der anderen Seite. Brick hat einen offiziellen Slap-Job für dich. Ich bleibe auf absehbare Zeit in Sanctuary, aber du müsstest was für meine Slaps in Thousand Cuts erledigen. Triff dich mit Rocco. Er ist ein absoluter Vollidiot, aber wenigstens wird er nicht versuchen, dich zu killen. Hat er noch eine Mission? Nee. Wir müssen uns Richtung Moxie begeben, weil wir uns da diesen komischen Fotoapparat holen sollen. Also auch noch 2 Questies. Genau, und die 2 Quests können wir uns auf dem Weg abholen. Questico. Gab's da nicht mal so eine Serie, Questico oder so? Irgendwie so Typen, die immer was testen oder so. Ich habe übrigens einen Rückhall von dir. Ja? Ja, einen ganz leichten. Muss man mal ganz genau zuhören. Ich rede mal mit Mima Moxie, ne? Okay. Du willst also meine Kamera, hä? Huh? Ich leihe sie dir unter einer Bedingung. Du filmst entweder nackte Haut oder Explosion. Am besten beides. Und natürlich holt sie aus ihren Brüsten die Kamera. So, ich rede nochmal mit Mox. Bring diese Kamera nach Opportunity und schau dir auf keinen Fall Moxies Aufnahmen an. Ich will Moxies Aufnahmen sehen. Ich habe genau das Richtige für dich. Moxie hat ihre ganz eigenen Gründe, Handsome Jack zu hassen. Als ich mit dem Schluss gemacht habe, hat Jack meinen Underdome zerstört. Und jetzt will er seine eigene Arena bauen, nur um mir eins auszuwischen. Das werden wir nicht zulassen, Sugar. Begib dich nach Opportunity und erledige den Vorarbeiter des Bauprojekts. Wird gemacht. Sniper sieht nicht schlecht aus, aber die macht nur normalen Schaden mit Slick. Unsere Zeit läuft, kann ich dich nicht anheuern, irgendwer hier hat noch eine Quest. Ah, hier, betrunkener Typ. Hat einen Camcorder. Mach du mal. Okay, bist du tapfer und oder blöd genug, eine verfluchte Waffe zu suchen? The Pain. Marcus. Frag Markus okay. Nach The Bane. Machen wir. Okay. Ui. Auf geht's, ab geht's. Alter, dieser tote Typ liegt hier immer noch rum. Will den nicht mal jemand wegmachen? Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. So, ein bisschen voll heilen. Ich red mal mit Markus. Oh. Ich wusste, ich hatte nicht das letzte Mal von dieser Waffe gehört. Prima Kanone, aber sie ist verflucht. Hab sie einem Banditen namens Horace weiterverkauft. Okay. Ich habe keine Jobs für dich, verschwinde. Ja, ach, nicht so unfreundlich. Ja, da waren dann alle Quests, ne, oder? Ich guck rein. Wir haben im Natural Selection Annex 1-4 Kammerjäger können deine Freunde Kreaturen des Gemetzels. Die Quest ignoriere ich mal direkt, das ist wieder so eine Arena. Ja, wir haben mehrere Quests in Opportunity, The Bane in the Dust und 2 in 1000 Cuts. Was sollen wir zuerst machen? Können uns belohnungstechnisch was aussuchen. 1000 Cuts.
Dann machen wir dichterische Freiheit, finde Inspiration für Scooter, da haben wir sogar schon eine Sache gefunden. Und Roccos Neidkampf. Brick hat sich in Sanctuary niedergelassen, aber in 1000 Cuts gibt es nach wie vor Sachen für die Slaps zu erledigen. Brick hat dich losgeschickt, um dich mit seinem Stellvertreter, einem aufbrausenden Typ namens Rocco, zu treffen. Okay, reden wir mit Rocco. Okay, ich reise. Reise er. Und putz! Lol. Bam. Abgeschnitten. 1000 Cuts. Oh Mann! Dieser Bandit hat sich an seinem eigenen Grabstein erhängt. Das ist düster, das ist deprimierend. Hörst du das auch gerade? Keine ja. Ahnung, wovon ich rede. Das ist perfekt! Das kommt ins Gedicht. Das haben wir eben schon gefunden. Ja, eben. Guck mal, da hinten ist die Barriere, durch die wir nicht durchkommen, weil da nur Claptrap durchkommt. Das ist rote Haar. Jo. Wenn man ranzoomt, dann sieht man ein Haar. Komischerweise. Na, Rocco? Soll ich quatschen? Oh, hast schon. Du hast lang genug gebraucht. Ja, jetzt kannst du mit ihm reden. Ja. Er hat sich nur erhoben. Hier mit Rocco reden. Rocco braucht deine Hilfe, um 1000 Cuts vor dem Angriff Hyperions zu retten. Zu retten. Zu retten, ja. Verteidige den Turm. Hey, dein dämlicher Kammerjäger-Kumpel ist da, Brick. Schnauze, Rocco. Okay, Slab. Eine Hyperion-Lieferung für Jack ist versehentlich auf unserem Gebiet gelandet. Jack will sie vernichten, damit wir sie nicht kriegen. Du musst ihn aufhalten. Nimm Roccos Flaggen. Was, Roccos Flaggen okay. Nehmen? Flaggen. Flaggen. Wir müssen jetzt Verteidige die Flagge spielen. Capture the flag. Ich hoffe, du hast Battlefield gespielt. Warte. Ja. Siehst du da oben dieses Leuchten, dieses Blitze? Wo? Da oder oben. Bei dem Gebäude da. Ach da. Ja. Siehst du das? Da müssen wir merkt ihr das mal, da müssen wir hin. Ah, da gibt es seltenes so Loot. Special Room. Loot. So, da sind die Flaggen. Mr. Loot. Ich nehme die dreimal, ne? Ich habe einige Hauptverteidigungspunkte markiert. Statte sie mit Flaggen aus, damit meine Slabs wissen, wo sie hin sollen und welche Waffen sie brauchen. Platziere Psychotransmitter. Ich renne durch zum nächsten. Marodeur-Transmitter. Und Goliath-Transmitter. Ey, guck mal, da oben ist so eine Kanone. Hatte jetzt auch noch Loot? Noch nicht. Ich kann die Kisten nicht hier liegen lassen. Wir werden gleich von Gegnern überschwemmt werden, richtig? Aber bestimmt. Siehst du da oben die Kanone da? Willst du da dran? Wo oben? Da. Ach, rechts. Ach, da. Ja, ich geh mal. Hier ist noch Foto von einem Roboter, und der einen Menschen umarmt. Für Scooter, willst du es auch sehen? Ach, brauche ich nicht. Aber es ist süß. Ist das echt ein Bandit, der mit einem Roboter Löffelchen macht? Das ist abgefahrene Kunstscheiße, mein Freund. Die Bräute lieben das. Das muss unbedingt in mein Gedicht. Roboter-Sex. Roboter-Sex. Geil. Okay, ich platziere die Flagge. Sieht gut aus. Jetzt geh rauf zu dem fetten Geschütz auf dem Hauptturm. Bin ich schon. Da kommen sie, Slab. Halt die Bombe von der Frachtkiste fern. Ach da. Du musst nur auf die Hyperion-Roboter schießen, ne? Ja. Und ich wechsle mal ganz kurz auf meine Säurewaffe. Schieß! Feuer! Ich kann den Goliaths leider nicht den Kopf abschießen, damit sie ausrasten und da hinten alles ermorden. Jawohl, drauf da. Okay, der rasende Goliath macht verkloppt da hinten. Oh. Was ist denn mit dem Geschütz passiert? Kaputt? Ich glaube, du hast es kaputt gemacht.
Nee, ist kaputt gegangen. Ich wurde abgeschossen. Ja. Muni war leer. Sniper. Boah, Action. Ich geh mal auch ein Stück weiter nach vorne. Mir zu lang lahm da hinten. Dein Geschütz steht hier übrigens und macht gar nichts. Ja, es läuft jetzt ab. Da braucht man ein Päuschen. Von was? Vom Töten. Hier ist ein Badass-Loader. Wir müssen diese Kiste hier verteidigen, ne? Ja. Und hier sind zwei Badass-Loader. Oh! Boah, der haut mich voll in den Bunker hin, ey. Fuck, da sind Loader durchgekommen, Geil, brauch deine Hilfe. Der hat mich von der Map gehauen, der eine. Ah, ich bin wieder da. Ja, das Problem ist, dass wir müssen aufpassen, dass die nicht durchrennen. Ja, ich baller die dann von unten ab, ich bin unten gefahren. Ach, das bist gar nicht du, das ist so ein Outlaw, der hier mit mir rumläuft. Die spawnen immer weiter vorne irgendwie. Okay, ich komme. Bisschen auf. Da sind welche hinter uns gespawnt. Lauf. Okay. Oh, das sind Badasse. Fuck, ich renn durch. Ich kann nicht durchrennen, ich bin tot. Da rennt einer durch, da hat's einer fast durchgeschafft. Nein. Ah. Oh Gott. Überleg, schaffe ich nicht. Oder? Ich habe mich selbst gekillt. Fuck. Ich hab's überlebt. Ich komm. Wir haben verkackt schon. Nein, ich hätte es jetzt geschafft. Fast. Nein, jetzt bin ich wieder down. Aber keine Sorge, jetzt spawnen keine weiteren nach. Boah, Alter. Was denn? Oh, nein, der ist umgefallen. Ich bin nicht getötet. Fuck, ich hab dich zu spät gesehen. Ich dachte, du bist noch da hinten. Scheiße. Irgendwie, ich hab da Schaden aufgemacht, aber da hast du nicht bekommen. Egal. Ja, wir müssen eh wieder zurück zum Typen. Wir müssen aufpassen, es darf kein ein Schuss von einem dieser Loader auf die Kiste und wir haben verloren. Wir müssen aufpassen, dass wirklich kein einziger dieser Drecksloader bis da hinten durchkommt. Richtig viel Geld verloren, hat er vorhin 1,5, jetzt habe ich nur noch 1,2. Ja, ich habe immer noch nicht über eine. Ich fülle mal unsere Muni wieder auf. Ah, gute Idee. Okay, Leben voll. Du musst dich sobald hinter dir die hier spawnen, müssen wir uns nach ganz da hinten zurückfallen lassen. Müssen wir ganz schnell zurückziehen, weil sobald ein Schuss auf die Kiste und wir haben verloren. Wir müssen aufpassen, die laufen auch einfach weiter. Seine Badass-Lord, der mich meine gesamten Granaten in den Rücken geworfen, das hat ihn nicht gejuckt. Der ist einfach weitergelatscht. Übel. Der Übel. Ich glaube, ich mache das jetzt auch mal so. Ich rede noch mal mit ihm, um die Quest zu restarten. Hey, dein dämlicher Kammerjäger-Kumpel ist da, Brick. Schnauze, Rocco. Okay, Slab. Eine Hyperion-Lieferung für Jack ist versiegt auf unserem Gebiet gelandet. Jack will sie vernichten, damit wir sie nicht kriegen. Du musst ihn aufhalten. Nimm Roccos Flaggen. Oh, ein Borderlands abgeschmiert. Ja. Borderlands 2 reagiert nicht. Ich habe einige Hauptverteidigungspunkte markiert. Fuck. Starte sie mit Flaggen aus, damit meine Slabs wissen, wo sie hin sollen. Großbild, ja. Sie brauchen. Ja, ich habe aus Versehen jetzt gerade die Dinger schon eingesammelt. Ich hoffe, das hat er nicht gespeichert. Ansonsten muss ich einmal die Mission verkacken, dann sind wir wieder gleich auf. Ja, gut. Join einfach wieder rein. Ja. Jo. Ich habe Pornomagazine gefunden. Übrigens. Ah, geil.
Dann, wenn ich rausfliege, ne? Ja. Ja, nee, ernsthaft, aber das sind diese Magazine, die Scooter haben will. Das ist die Zusatzquest, aber die kann ich nicht einsammeln, solange du nicht da bist. Dann spielen wir jetzt Warten auf Casino. Ja, ich lade. Aber du kannst das Intro überspringen, wusstest du das? Ja, ich glaub, ja. Ich glaub, das werde ich nie wieder vergessen. So, schnell auf LAN umstellen, LAN. Ende Spiele. Auf die hat der jetzt irgendwie was nicht gespeichert. Du kannst platziere Psychotransmitter machen, richtig? Ich bin noch im Ladescreen. Okay. Nicht, dass der sagt, ich will jetzt in der Story weiter als du, das wäre kacke. Platziere Psychotransmitter, ja. Okay, dann kann der das machen. Okay, ich bin wieder hier. Du kannst sie aber auch platzieren, ne? Ja, ich platziere. Hast du einen platziert? Ja. Okay. Bleib da, die kommen ja da zuerst. Jetzt geh rauf zu dem fetten Geschütz auf dem Hauptturm. Wie gesagt, nicht weit vorne stehen. Wir müssen uns relativ schnell zurückziehen können. Oh, hier ist eine Sniper-Rifle. Ich nehme die mal für dich mit. Ja, ist die gut? Ich glaube, die hat effektiv gegen Panzerung. Und 6000 Schaden, glaube ich. Es geht los, ne? Ja. Das war's. Dank dein Geschütz hat die Kanone kaputt gemacht. Oh. Ja, so stark ist die Kanone auch nicht, ja. Achte immer oben auf die Minimap. Es darf keiner an uns vorbeikommen. Sobald einer hinter uns ist, müssen wir hinter dem her. Ja, Zerstörung! Vorsicht, hinter dir ist ein Goliath wahnsinnig geworden. Noch ist keiner hinter uns. Wo bist du? Ich bin hier vorne immer noch. Okay. Oh, jetzt kommt was. Jetzt kommen sie näher ran. Sobald die da hinten. Du hebt dir die Autogun auf jetzt, bis die da hinten sind. Weil da waren gerade zwei Badass-Loader hinter uns. Das war echt ungeil. Noch. Schnell zurückziehen. Die sind hinter uns. Fuck. Bist du hinter uns? Da, ja, einer rennt durch. Ich ballere mit dem Raketenwerfer drauf. Ich kriege ihn aber nicht mehr. Ich bin tot. Ich werde auch nicht rechtzeitig respawnen. Ich hab's. Kriegst du sie alle tot? Ich hab zwei von denen fast down. Die haben Ultra Schaden kassiert. Okay, ich hab's. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Bin unterwegs. Bin jetzt auch wieder da. Unglaublich. Stirb, du Bastard. Das war der letzte. Mal sehen, was wir uns partout nicht überlassen wollten. Boah. Alter. Oh. Heavy. Boah, ich habe einfach meine gesamte Munition für den Raketenwerfer nach vorne geschossen.
Aber weißt du, was der Mist war? Der eine war fast down, dann hat sich der andere davor gestellt, dann war der fast down, dann hat sich der dritte davor gestellt. Deswegen habe ich keinen Kill bekommen. Ich habe alle drei über die Hälfte weggezogen und keinen Kill bekommen. So, und hier sind übrigens die Pornomagazine. Gunho. Gunho, Grunt und Heavy Fire. Sexheftchen. Wird nicht wegen der guten Artikel gelesen. Ach. Ja, ich hab die Pornohefte. Im schlimmsten Fall kann ich mir damit die Zeit vertreiben. Im schlimmsten Fall. Hier, guck mal, ich hab noch eine Sniper gerade gefunden. Aber ich weiß, ob die so. Ich glaube, die ist nicht ganz so gut. Doch, die ist besser als die, die ich aktuell als. Na gut. Ja, dann. Super. Die schießt zwar sehr langsam, aber ich werde es ausprobieren. Geh da mal hoch. Ach hier, warte, wir aufmachen. So. Du hast die Hyperion-Frachtlieferung erfolgreich verteidigt und die hübschen Sachen darin geklaut. Das ist eigentlich genau die Art von Heldentat, die dir den allerhöchsten Respekt deiner Slap-Kameraden eintragen würde. Wären sie nicht allesamt komplett wahnsinnig und oder dämlich. Level up. Was war da jetzt drin? Ey, irgendwie nix, ne? Ja, bestimmt Zeug, das wir nicht sehen dürfen. Naja. Okay, aber wir müssen den 1000 Cuts immer noch Fotos machen. Ja. Ja, können eigentlich schon wieder Ende machen, ne? Ja. Oder? Boah, aber wollen wir theoretisch noch die. Das müssten ja nicht. Ist nur noch ein Foto. Ja. Das ist der eine Foto Wegpunkt von. Noch. Ja, dann machen wir noch. Dann sind wir hier zumindest fertig. Dann können wir nämlich. Den schon. Kann Scooter noch seine scheiß Pornoheftchen kriegen, weil er seine Freundin mit seinen scheiß Gedichten eh nicht beeindrucken. Es tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber. Wer eine erhängte Leiche erotisch findet. Ja, ja gut, es ist sein Bier, ob er es erotisch findet, aber ich glaube nicht, dass er damit so viele Frauen rumkriegen wird. Ja, so ein Nekrophiler. Ah, vielleicht. Eine Blume? Ernsthaft? Oh, eine einsame Blume, umgeben von Blut und so einem Zeug. Das könnte ich als Sinnbild verwenden. Vielleicht für Blumen. Oder. Ah, okay. Oder Vögel. Oder. Mir fällt schon was ein. Okay, mein Gedicht ist fertig und vollendet und so. Komm her, dann lese ich's dir nicht vor. Geil. Okay. Ich will das Gedicht nicht hören. Also, ich hoffe, er hält seinen Alter, ich stecke im Krater fest. So. Ja. Sollen wir zu Sanctuary zurückgehen? Ja, komm, das machen wir noch. Können wir da auch offscreen unsere Sachen verkaufen und alles? Dann nehme ich sogar hier den Scheiß noch mit. Dann bleibt aber auch auf. Was mit. Ui. Wie kommt's? Hast du Platz? Ja, ich hab immer Platz. Ich nehme normalerweise immer nur das, Ja, immer blau eigentlich, mit so blau. Okay, grün auch. Ich nehme nur das mit, was ich auch haben will. Ich meine, ich habe so viel Geld, ich kann mir nicht genug Munition kaufen, um geldtechnisch leer zu werden. Ich kann doch nicht so oft sterben. Willkommen, ich wollte noch heilen. Auf zu kommen wir noch gehen. Kommen wir noch dahin, dass wir Muni knapp wird. Kehre zurück zu Scooter. Dann gehen wir mal zurück zu Scooter. Scooter. Hyper, hyper! Oh Gott. Mit einem Nachrichtenstand ist immer Geld zu machen. Und nun zur neuesten Ausgabe von Achtung Eilmeldung mit Hunter Hellquist. Ja, kommt da was? Sicherheitskräfte haben heute einen neuerlichen Angriff des Slap-Banditen-Clans unterbunden. Die Slaps unter ihrem Anführer Brick entstanden einige Monate nach der Befreiung von New Haven. Zu den erklärten Zielen der Gruppe gehört nach wie vor, Handsome Jack zu ermorden, sämtliche Siedlungen Pandoras niederzubrennen und den gesamten Planeten ins Chaos zu stürzen. Nach den heutigen Angriffen wurde das Kopfgeld für den Banditen Brick erheblich erhöht. Mehr dazu in ihrem örtlichen Hyperion-Kopfgeldbüro. Cool. Okay,
Ich rede. Willst du mit Scooter reden und ihm seine Pornoäftchen geben? Ja, komm, mach ich mal. Gebe ich den Hyperman. Okay. Rede. Ich habe meine süßen Worte mit diesem Echo-Gerät aufgenommen. Such Daisy und spiel es ihr vor. Und du musst unbedingt abwarten, wie sie reagiert und es mir erzählen. Okay? Sie gibt sich die Kugel. So, aber das mit dem Gedicht machen wir dann wirklich in der nächsten Folge. Yep. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen, wie immer. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wie immer. Wie ja, immer, wie immer, genau. Wie immer. Genau, wie immer. Und wie immer. Immer. Wie immer. Wie immer nicht vergessen. Ach so. Okay. Tschüss. Ciao.